Lustvoll die Welt verändern. Ein unaufhaltsamer Trend, vor allem bei jungen Damen, ist es, statt Binden und Tampons Menstruationstassen zu verwenden. Das spart definitiv viel Müll. Menstruationstassen sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Da auch die Menstruationstassen aus Silikon sind, raten wir euch zu recherchieren, bei welchen Tassen sich die flüchtigen Bestandteile eher nicht lösen können und welche gute Qualität haben. Unsere Elisabeth ist ein Handarbeitsprofi. Sie häkelt auch Abschminkpads aus Baumwollgarn und dazu gleich ein Aufbewahrungssäckchen. Besonders praktisch ist, dass man die Pads mitsamt dem Säckchen in die Waschmaschine geben kann, als Wäschesackerl sozusagen. Die Pads sind waschbar und halten sehr lange. Sie hat uns auch noch ihre selbst gehäkelten Badeschwämme und Geschirrspülschwämme geschickt. Diese kann man auf 60 Grad waschen. Elisabeth hat die Schwämme ständig in Gebrauch und sie sind nach einem Jahr immer noch schön. Wir empfehlen dazu unser selbstgemachtes Handspülmittel. Zum Einkaufen verwendet Elisabeth ihr selbstgemachtes hübsches Einkaufsnetz. Man kann sie beliebig groß machen und sie sehen auch noch viel, viel besser aus als Plastiksackerl. Belinda hat ihre Einkaufsnetze zwar nicht selbst gemacht, dafür hat sie sich selbst vor die Herausforderung gestellt, in Zukunft plastikfrei oder verpackungsfrei einzukaufen. Sie hat es geschafft und stolz erzählt, dass es sogar einfacher war, als sie gedacht hat. Das Obst und Gemüse gibt es ja auch offen zu kaufen und die mitgebrachten Behälter ließ sie sich in der Feinkost befüllen. Wir sind sehr dankbar für eure Einsendungen und auch sehr stolz auf die vielen Ideen, Anregungen und die unglaubliche Motivation, mit der ihr lustvoll die Welt verändert und wie schnell ihr die Dinge umsetzt und ganz ohne Verzicht einfach die Dinge anders macht als zuvor. Bitte weitermachen.